Damit willkommen zurück auf meinem Kanal. Ich heiße Krisha und heute zocken wir Crystalla. Ein Early Access Indie Souls-like. Und wir starten einfach mal direkt rein. Machen wir hier ein New Game. Dann tun wir mal. Machen wir mal. Tigra. Wir spielen hier als eine Katze oder Kater, je nachdem. Also man kann hier zwei verschiedene Bodytypen. Also sozusagen eher als ein Khajiit. So ähnlich wie halt in Skyrim. Das heißt, wir können hier so eine männliche und eine weibliche Katze letztendlich spielen. Nehmen wir jetzt hier einfach mal die weibliche, dann können wir hier Stimmen auswählen. Einmal eine etwas weiblichere, einmal ein bisschen männlichere Stimme. Und hier können wir sozusagen die Katzenfarbe letztendlich, also letztendlich die Rasse, auswählen. Hier haben wir Russian Blue zum Beispiel, dann haben wir Black, das hatten wir hier schon. Bengal gibt es hier zum Beispiel. So. Oder Dings gibt es hier. Das heißt, es gibt wirklich verschiedene Katzenarten. Aber soweit ich weiß. Warte, wir gucken mal kurz auf die Stats. Hat das was mit den Stats zu tun? Nee, anscheinend nicht. Nee. Also mit Stats hat das nichts zu tun. Die fand ich eigentlich ganz cool. Ah, wir nehmen mal die hier. So. Ich merke gerade, wir müssen das Audio mal ein bisschen runterdrehen. Das ist doch noch ein bisschen zu laut. So, und dann können wir noch auswählen, was für eine, wie viel Fell sozusagen die Katze hat. Sieht irgendwie cooler aus. Starting clan of your character defies your starting spell 3 and the color of your eyes. Aha. Oha. What the fuck? Was denn, ey? Okay, also wir haben einmal den Clan und Nisarga. Wir nehmen so ein was Waldmäßiges. Starting class of your character defines your starting stats in here. Achso, also die Klasse sagt mir sozusagen, mit was ich starte. Ja, wir machen typischen Krieger, würde ich sagen. Gibt ja auch einen Assassin. Ich würde sagen, wir machen hier mal den Krieger, beziehungsweise den Ritter. Das einzige, was wir aber nicht auswählen können, ist der Kopf. Aber das war's auch schon. Okay. Dann haben wir drei verschiedene Schwierigkeitsstufen. Pet, Dray und Feral. Feral kann man, glaube ich, nur spielen, wenn man das Spiel schon durchgespielt hat einmal. Das Spiel ist jetzt so weit in der Early Access, dass die sozusagen Kapitel machen. Das heißt, Kapitel 1 ist jetzt zu 95% fertig. Und sobald das Kapitel fertig ist, werden die sich halt um andere Kapitel Sorgen machen, beziehungsweise voranschreiten. Wir spielen hier nicht auf der höchsten Grafik. Ich kann ja mal kurz zeigen, beziehungsweise, nee, das mache ich jetzt nicht. Weil das wird ewig dauern, bis er das umschaltet. Ich spiele so low bis medium ungefähr. Das heißt, man kann hier grafisch noch ein bisschen was rausholen. Da mein Rechner ja, wie gesagt, nicht gerade das stärkste ist. So. Okay, wir haben das. Wir gucken mal die ganzen Tasten an. Okay, das ist ein normaler Angriff. Das ist irgendwie. Ah, okay, das ist hier Fähigkeiten auswählen, also Y, X, A, B. Dann haben wir hier nochmal einen Block. Was haben wir mit Y? Mit Y haben wir nichts. Mit B haben wir sozusagen wie ein. Dann gehen wir halt so zurück. Also wir dodgen nach hinten. Dann haben wir einen Sprung. Und wir können nach vorne dodgen, nach links dodgen, nach rechts dodgen. Aber eine Rolle gibt es bisher, glaube ich, nicht. Oh, why, hello there. Yeah, I am Atreus Stone, leader of the Ruxaka. Ah, yes, yes, the new initiate. Yeah, it's a pleasure meeting you. You must be from somewhere or elsewhere, I'm sure. Before you, I bear a legendary task. Set forth in days of yore by Elaria of the Nisarga, to journey to each of the six clans, stand judgment before the sacred crystals. Such is your trial. I've arranged for a ranger to accompany you in your travels through Dalamaze, though it seems he has not yet arrived.
He goes by the name Dibar. For your first judgment. Safe travels, Raksakar. Okay, das ist geil. Was mir gerade direkt auffällt, sobald die Katze halt still steht, oh ja, die Öhrchen. Ab und zu wackeln halt so die Öhrchen, weil die halt, zum Beispiel bei einer Katze ist es ja so, wenn da Wind rankommt oder wenn man halt ranboostet, dann kommen, wackeln halt die Öhrchen oder halt beim Essen oder so. Und dass sie sich ab und zu so streckt und sowas, ist schon echt nett gemacht. You just got a crisp spell. Use him to unlock spell for resting at Elarial Fonts. Elarial Fonts sind, denke ich mal, Bonfires. Ich gehe jetzt stark davon aus. Ach so, wir haben auch eine Heavy Attack. Okay. Sieht da jetzt irgendwie sehr komisch aus. Aha. Interact with Elarial Font activated. If you die, you'll be brought back to the last. Ja, okay. Genau, das heißt, das ist sozusagen das Bonfire. Hä? Aha. So, dann kann man damit interagieren. Was können wir hier noch machen? Genau, wir können hier letztendlich hochleveln. Wir haben Vitality, Endurance, Willpower, Strength, Finesse, Eminence und Male Diction. In der Mitte unten steht dann da, wofür das alles steht. Das brauchen wir jetzt aber erstmal nicht. Wir gehen erstmal weiter. Dann haben wir noch ein Spell Tree. Hier. Das heißt, wir können dann verschiedene Fähigkeiten haben. Achso, wir haben ja schon eine Perle, genau. Spell can be charged to increase its radio. Was ist das? A roar sending wind flying around the caster. Ja, okay, was ist das? The caster shoots an earthen project towards the target, dealing magic damage. Okay. Hurls a slash of wind towards the caster, targeting, dealing magic damage. Covers the caster's weapon and poison attacks you bonus nature damage and inflicts poison. Okay, das hört sich super an. Was haben wir noch? Applies a health ring effect on the caster. Okay, also mir gefällt das und health back gefällt mir eigentlich auch. Ich würde sagen, wir machen am Anfang mal mehr Schaden auf die Waffe. So. Und das jetzt schon. Aha, okay, also wenn man irgendwo guckt und dann hier drauf drückt, dann zentriert er das einfach wieder. Light Attack, Heavy Attack, okay, das ist auch schon klar. Hä? Okay. Press R to unlock switch targets. Okay, das können wir auch schon. Ah ja, hier. Genau, das heißt, wir können hier hin und her switchen. Wir können auch sehr langsam gehen, indem wir halt den linken, das heißt, in dem Spiel gibt es halt auch Bleichen. Hat man gleich dann, also wenn wir LT gedrückt halten, so hier, können wir dann X drücken und dann können wir sozusagen Poison auf die Waffe drauf machen. So, hier ist noch einer. Den gar nicht gesehen. Also die werden auf jeden Fall gestaggert, wenn ich das richtig verstanden habe. Mhm. Consumable, ja. War der gerade da. Wo haben wir das jetzt aufgehoben? Das ist es. Ah doch, hier. Was ist das? Aha. Ah, restore health. Okay. Und hier haben wir. Aha, okay, also Health und Mana Restore haben wir. Wir müssten das aber. Ah ja, hier. So können wir es reinmachen. Einfach X gedrückt halten. Nicht gedrückt halten, sondern drücken. Dann haben wir auch. Beziehung mit Charge of Stigma, ja, ja, ja. Okay, das haben wir auch schon gerafft. Oh, okay.
Kann ich automatisch drüber? Ne, man muss A drücken. Okay. Das finde ich ein bisschen nervig. Also es gibt zwar Schleichen, aber um zu schleichen muss man sozusagen langsam den Stick, also wie kann man das sagen, langsam nach vorne drücken. Und um zu rennen muss man... Ach so, oh, cool. Okay, es gibt das hier. Das stand aber irgendwie da, ich muss... Muss ich die vielleicht alle kaputt machen? Damit die mir später nicht auf den Nerv gehen, oder? Okay. Ich weiß nicht. So, hier haben wir noch irgendwas. Pistol Dust, was auch immer das machen soll. Ja, Jump and Climb, schon klar. So. Oh nein, man kann Barrels nicht zerstören. Oh. Oh. Das ist wirklich kacke. So. Okay, was haben wir hier oben irgendwas? Okay. Oh, okay, ich bin fast runtergefallen. Okay. Oh, was ist das? Wir heben erstmal das hier auf. Forgotten Favor, okay, was ist das? Crystal Memory, aha. Stitch and Stuck. The bones of Rappy Man's. Stitch and Stuck. Stuff with guts and dairy fish. Stitch and Stuck. Keep on the back. Filthy rats. Kitty cats. Stitch and Stuck. My twiggy twigs. Aha. Ist mir auch nicht geil. So. Okay, you take no damage from falling. Okay, das macht natürlich Sinn. Ich bin eine Katze. So. You can take an amount of non-lethal damage when you fall in the water and respawn nearby. Aha. Okay. Walk or jump to rope as you need to get on to it. Achso. Okay, das heißt... Cool. Oh, nice. Was ist denn hier? Jump off a rope, drop from a rope. Okay. Dass ich hier stehen bleibe. Bam. Okay, cool. Alt X. Light up dark areas with the light. Also X gedrückt halt und dann nach unten. Ah, cool. Okay. Corruption can be lethal if you get too close, you can clear by destroying its source. Aha. Okay. Its source. Aber das ist die Frage. Also das hier. Muss das jetzt machen? Aha. Okay. Muss A. So, jetzt müssen wir hier. Upp. Okay. Jump and bounce off the wall on your side by jumping and hold. Okay. Oh, okay. Das ist nicht ganz so funktioniert, wie ich wollte. Also die Animation. Oh Gott. Das war schlecht. Das war jetzt nicht so. Moment and proper timing can help you reach even further. Sprint and perform a wall jump. Okay. Okay. Corruption, die ist wo? Ah, die hört irgendwo da oben auf. Führen wir jetzt nochmal diesen langen Jump. Ja, ich muss sagen, also beim Stehenbleiben, das sieht alles ganz schick aus. Man sieht wie eine Katze aus. Man macht
Sachen, die eine Katze machen würde. Wie das hier zum Beispiel. Strecken und sowas, aber ganzen Animationen, die sind irgendwie. Was heißt nicht durchdacht, aber man merkt halt, dass es ein Indie-Studio ist, ne? Weil hätte man jetzt mehr Geld gehabt oder sowas, hätte man sich das von einer richtigen Katze sozusagen, die ganzen Sprünge und sowas. Ich meine, eine Katze kann ja sowas wie einen Wall-Jump machen, beziehungsweise einen Wall-Run machen. Also ähnlich wie die das bei Stray gemacht haben, dass man an eine Katze einfach halt diese Dots dran macht und dann halt einfach die Katzenbewegung ins Spiel reinsetzt. Also die ganzen Animationen, die scheinen ein bisschen, wie kann man das sagen, die scheinen halt nicht smooth zu sein. Aber ich meine, wie gesagt, ist ein Indie-Souls-like, darf man nicht vergessen, und vor allem, es ist noch ein Early Access. Das kann sich alles noch ändern. Deswegen, zu kritisch wollen wir hier auch nicht sein. So, aber wollte ich nur mal erwähnen, die Animations fühlen sich ein bisschen hakelig an. Das, wenn ich das kaputt mache. Okay, das war jetzt eigentlich gar nicht mein Plan, aber okay, cool. Warte mal, wirklich? Okay. What the fuck? Ich dachte, man nimmt so ein bisschen Schaden von dieser Corruption, aber ich bin ja instant gestorben. Ich bin auch aus Versehen einfach da reingelaufen, also ich wollte ja gar nicht da reinlaufen. Jetzt bin ich ja wieder hier, stimmt ja. Wir können aber gleich mal das Gift ausprobieren, nämlich hier. Nice, Poison Weapon haben wir jetzt. Ah, so viel mehr Damage haben wir jetzt nicht. Dash. Double Tap to Dodge. Wir brüchen den Vulnerable Dashing and Dodging. Oh, okay, ist ja das alles Neues. Oh, okay, also es gibt eine Ausweichrolle. Okay, bloß man muss halt zweimal drücken. Und einmal. Gut zu wissen. So, gibt es noch welche? Also ja, theoretisch schon, aber kann uns ja egal sein. Müssen ja eh weiter. Ja, das ist ein bisschen doof gelaufen. Links unten sehen wir auch, oh Gott, wie lange die Poison oder wie lange das Poison hält von der Waffe. Ist ein bisschen cleverer bzw. besser gemacht als in anderen Souls-Likes, wo man das halt nicht sieht. Ich meine, gut, die Waffe leuchtet grün und sobald sie nicht mehr grün leuchtet, ist es vorbei. Aber wollt ihr nur mal erwähnen, das hält halt ganz schön lange hier. Deswegen gehe ich mal davon aus, dass das nicht so ein großer Fehler war, das zu nehmen. Die Poisonwaffe als Skill. So, gehen wir mal hier runter. Achso, ja, stimmt, wir müssen hier nach rechts. Ja, also diese Animation, dieser Walljump ist echt fucking weird, sagen wir es mal so. Oh Gott. Gemein fühlt, und das Ding ist ja, ich krieg ja, oh Gott, ich krieg ja keine FPS-Drops oder so, sondern das sind wirklich die Animationen. Oh Gott, was ist denn für ein Mist? Also das ist wirklich die Animation, die so komisch hakelig ist. Okay, so, wir sind wieder an der richtigen Stelle. Sagen wir, machen die mal kurz kaputt. Dass sie uns doch auf den Nerv gehen. So. Okay. Retrieve Chris. So, was haben wir hier? Okay, also wir können zwischen Waffensets können wir auswählen. Können wir jetzt die Tür hier aufmachen, oder? Ah ja. Okay, nice. Wenn die Corruption weg ist. Aber da oben war ja auch noch irgendeine Corruption. Vielleicht können wir das später freischalten. So, wir gehen mal zu... Was sind die Consumables? Okay, Keys.
Achso, nein, hier. Das müsste ja auch ein Waffen sein. Ah, okay, nice. Jetzt haben wir hier Hardwood Sword and Shield. Haben wir. So, und jetzt können wir jetzt mit Y anscheinend. Genau. Das heißt, jetzt haben wir halt also so eine Faustwaffe. Also sowas wie eine Faustwaffe. Hold to block, reduce incoming damage. Press LD right before an attack hits you to perform a deflect. Achso, also es gibt auch einen Parry. Ah, okay. Wow. Okay, coole Animation. Also es gibt sozusagen Parry, aber, Quatsch, das ist kein Parry, das ist ein, also hier nennen sie das Deflect, aber Parry ist ja mit einer Waffe eigentlich. Das ist kein Parry, sondern, oh Gott, wie heißt das? Ich hab's schon wieder vergessen. Also auf jeden Fall mit einem Schild sozusagen. Und hier musst du, ähnlich wie bei anderen Souls-like, das zum Glück aber nicht gedrückt halten. Attacking, deflecting, slows the balance bar. Once it's empty, press RT to perform a takedown. Genau das ist das, was wir gerade gemacht haben. Das heißt, kurz. Warte, na komm. Yep, yep. Ich muss mal kurz trinken. Das ist so ähnlich, wie wenn man bei Dark Souls 2 trinkt. Die nicht trinkt, sondern. Oh, wie nennt sich das? Die Embers einnimmt. Also der macht die sozusagen in der Hand kaputt. Oder wenn man eine Münze in der Hand kaputt macht, das sieht genauso aus. Ah, fuck. Weg mit dir. So, das ist ziemlich einfach zu machen. Muss man sich trotzdem ein bisschen dran gewöhnen natürlich, aber ist relativ einfach zu machen, das ist ein Deflect. Was ich vor allem auch gut finde, ist, dass man den hier macht, indem man einfach nur kurz gedrückt hält. Das heißt, man macht einfach nur so und dann lässt man los. Bei einigen Souls-like ist es so, dass man bei Enotria war das so, bei oh Gott, wir waren das andere Indie-Souls-like, was wir gespielt haben. Da ist es halt so, da muss man das gedrückt halten. Und das war super ungewohnt für mich, das zu lernen, sagen wir es mal so. Block, nee, Bock, 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 Bock. Haben wir aufgehoben. Okay. Haben wir hier. Okay, hier haben wir noch was. Magam-Coin. Ist hier noch eine Tür? Ne. Okay. Ist klar. Machen wir mal weiter. Haben wir vielleicht irgendwas verpasst? Nö, ist nicht so was. Spend mana to use powerful weapon abilities. Aha. LT und RB ist eine Spin Attack und LT und RT sind Knockdowns. Use an ability twice in a round to perform a combo. Ah, okay. Wir bräuchten jetzt eine Spin Attack. Das finde ich ganz cool. Ja. Schauen wir mal. Okay. Genau, war das jetzt eine Spin Attack? Habe ich jetzt nicht so ganz gerafft. Aber ich habe jetzt meinen Mana aufgebraucht. Okay, so, jetzt wieder voll. Das war, glaube ich, genau so hier. Haben wir auch einen Backstab oder wie ist das? Ja. Okay, nice. Ja, den machen wir auch mal kaputt. Hold B to crouch in tall grass to hide for enemies. Achso, ja, gut. Haben wir jetzt aber nicht geschafft, leider. Machen wir mal nochmal. Na komm. Ja, das ist geschafft. Okay. So, wir können mal kurz durchgehen, mal gucken, ob hier noch einer ist. Oh, das erinnert mich an die alten Splinter Cell Spiele. Hier war noch einer. Na gut. Mit den Kollegen mal auch kaputt. Oh, okay, der hat eine Schusswaffe. Forgotten Favor.
Was haben wir denn jetzt hier alles aufgehoben eigentlich? Was ist das? Offered in Sacrifice to Garner 100 Chris. Okay. Das ist ja die Währung sozusagen, also die Seelen. Wenn ich das richtig verstanden habe. Was haben wir hier? Expand Gathered Favored Greatly Restore Mana. Okay. Was haben wir hier? Greatly Restores HP. Okay. Ah, Cures the Effect of Poison. Bock, Cock. Alles klar. Was ist das? Use in Crafting Recipes. Aha, also Crafting gibt's hier auch. Okay, cool. Achso, und jede Waffe hat natürlich auch andere Fähigkeiten. Mhm. Was haben wir hier? Was ist das? Ein Talisman. Der macht aber nichts für mich. Achso, und hier können wir natürlich auch die anderen Dinger reinmachen. Und hier auch. Accessoires haben wir dann auch. Okay, alles klar. Juhu! Will mich verarschen? Alter. So. Egal, heilen wir uns erstmal ein bisschen. Okay, also hier können wir nicht. Hier, das sieht irgendwie. Nee. Was habe ich denn jetzt? Achso. In dem Haus waren wir ja noch gar nicht. Locked from the other side. Okay. Das. Was ist mit hier? Hm. Das sieht aber so aus, als ob wir da hochkommen könnten. Ah ja, genau. Das hier? Ein Kristall? Ah ja, okay, wir können hier vom Dach rein. So, was haben wir hier? Hier haben wir ein bisschen Münzen. Dann haben wir diesen Heal-Item. Und das war's. Wir können theoretisch die Tür aufmachen. Sonst ist auch nicht viel bringen. So, hä? Wir hätten auch hier rein können. Okay, witzig. So. Also auf die Laternen können wir klettern. Ach so, hier. Das habe ich gar nicht gesehen. Okay. Alles klar. Jump. Over an unaware enemy and press RT to perform aerial takedown. Okay, nice. Okay, die Animation ist ein bisschen weird. Eigentlich hätte ich ja springen müssen, sozusagen. Oh, okay, nice. Use Chris to level up Elarial Fonts. Resting at a font refills your Stigmata charges, but also respawns most killed enemies. Okay. Das heißt, ich habe irgendwie auch die Musik die ganze Zeit so scheiß laut gehabt, kann das sein? Wie kommt es mir so vor, als ob das übelst laut ist? So. Okay. Wir aktivieren. Wir haben ja ein bisschen Chris gesammelt. Mal gucken, wie viel wir jetzt haben. Wir haben 630, oder? Nee, falsch gesehen. Wir gucken jetzt mal durch, was alles, also diese ganzen Attribute, was die überhaupt machen. Das heißt, wir haben einmal AP, das erhöht sich alles. Es erhöht sich Health, Mana, Balance und Equip Load, wenn ich Vitality skille. Okay, also das ist natürlich uns. Weniger Schaden kriege ich auch noch. Mhm. Okay, Endurance haben wir, represents Posture, increasing your balance and maximum equip load. Da hält sich das doch nur um 1. Hä? Warum sollte ich denn das skillen, wenn ich auch das skillen kann? 101, 670, hier ist. Hey, das verstehe ich nicht ganz. Willpower represents your build plus spell. Hä? Also jeder Punkt erhöht meine Main Stats? Ich glaube, das ist ein Bug, weil hier steht, Willpower steht,
Willpower represents your ability to cast spells and governs your Mana. Das heißt, eigentlich müsste sich Mana und Spellpower erhöhen. Aber egal welchen Stat ich benutze, es erhöht sich irgendwie alles. Außer bei Stärke. Bei Stärke erhöht sich alles und auch Waffenschaden auf der ersten Waffe, auf der rechten Waffe sozusagen. So, Finesse ist. Da erhöht sich Waffe 1 und Waffe 2, aber auch alle anderen Mainstats. Auch irgendwie sehr komisch. Eminence, was ist das? So, Eminence Magie. Maximum Mana improves rated defense and resistances. Aha, okay. Also hier erhöht sich Mainstats und Spellpower. Und Malediction ist. Power Scaling Spells of Increasing Maximum Mana Boost Rated Defense Resistance. Okay, also das wirklich, das ist wie ein Resistance Stats in Dark Souls. Also würde ich jetzt nicht unbedingt skillen. Ja, dann, keine Ahnung, wir gehen einfach auf Stärke. Okay. So, Disc Pearls haben wir nicht nochmal gesammelt. So, wir haben auch einen Shop, was ich irgendwie komisch finde. Anstatt dass man da NPCs findet, hat man sozusagen einen In-Game-Shop. Aber gut, man kann hier nicht. Na doch, man kann das hier immer kaufen. Was ist das? Aha. Okay, also werden wir vielleicht später brauchen. Okay. So, wir zerstören erstmal das Ding hier. Aber aufpassen, dass wir hier nicht wieder in das Teil irgendwie reinlaufen. Ich weiß jetzt nicht, was uns. Achso. Okay, wir müssen jetzt hier nicht klettern, sondern können hier jetzt einfach durchlaufen. Das müsste ein NPC sein, hoffentlich. Ja. Oh. If it isn't another initiate. Skulking my way like a wanton vagrant. Brilliant. Presumptuous, are we not? Very well. To what do I owe this interruption? Atreus Stone? That bumbling fossil playing at wizardry. He could not hold a candle to the archivist's view, let alone conjure the simplest fairy light. Perchance, are you familiar with the celestial folio of Chronicler Udamos? No, I scarcely thought as much. My tutor wishes me to acquire for him 5 particular scrolls, long ago loaned to the libraries of the late Magistrate Rayla, and at present egregiously overdue. The scrolls lie just beyond this gate, somewhere in her magistrate's mans. Given your apparent talent for impertinence, you might do for me this simple task. In return, I offer payment, as well as knowledge. That is, if you contain the proclivity for complex thought. Mhm. Okay, hier müssen wir Welles auf der anderen Seite, wie immer. Ja, das heißt, hier können wir erstmal nicht durch. So. Okay, wir können auch die Laternen übrigens benutzen, darf ich auch nicht vergessen. Machen wir jetzt mal. Und das heißt, die Gegner, wenn wir halt hier, das ist so wie bei Assassin's Creed letztendlich, wenn wir hier drüber sind, sehen uns die Gegner nicht. Das heißt, wir können hier einfach nur ein bisschen rumchillen und auch ein bisschen stealth spielen sozusagen. Ich könnte den jetzt direkt killen oder ich kümmere mich auch erstmal um den Kollegen da. Huh. Hat jetzt nicht so ganz funktioniert, wie ich wollte, aber. Na gut. So, und der Kollege. Können wir jetzt auch einfach mal einen Backstep machen? Oh, okay. Das ist nicht ganz funktioniert. Aua.
Eigentlich wollte ich doch da blocken. Aber nur gut. War jetzt nicht so. So, was haben wir hier? Im Haus? Hier nicht. Aber ich würde sagen, das reicht auch fürs erste Anspielen. Beim nächsten Mal machen wir mal hier die ganzen Häuser auf und gucken mal an. Alles andere an.